Ach ja. Sonntagnachmittag ist ja diese Folge hochgeladen. Ja, damit hier ein herzliches Willkommen und Wiedersehen in Warant. Vor allem an so was Truhe, die ich natürlich jetzt nicht aufkriege, ohne den weil. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ne? Der kriegt's nicht auf. Und hier hat es ja diese Wand gegeben in der letzten Folge und hier diese Feuerwand, ne? Die hat man ja hier mit dem Schalter ausmachen können. Ich habe eben mal nachgeguckt in meinen E-Mails und da hat mir der Black Pirate geantwortet und mir noch ein paar Tipps gegeben. Aber das will ich jetzt nicht spoilern. Das wird aber jetzt meinen Verlauf natürlich ändern. Ich werde im Laufe des Spiels werdet ihr schon sehen, was ich mache. An dieser Stelle natürlich auch herzlich gedankt, Blacky, dass du mir geantwortet hast, nachdem ich dir diese Szene da gezeigt habe, weil ich dachte, es wäre ein Bug, aber das ist ein Gothic-Fehler ist das, also weil die Sachen technisch so geschaltet sind, die Gothic nicht so richtig ausführen kann. Okay. Mir kam es irgendwie so vor, als hätte ich einen Raum vergessen. Also, am besten hätte ich doch alle Gittertüren auflassen sollen. Du bist auf. Ach übrigens, ich bin immer noch langsam, weil ich den Feuerring auch anhabe. Den werde ich jetzt mal umstecken. So, das war ja unter Artefakte. Na, da. Zip. So, Feuerring und Ring der Geschwindigkeit. So, also. Zwar war hier genau richtig. Das Ding. Entweder oder. Ich meine, den hätte ich vergessen, weil das kommt nämlich auch. Das kommt nämlich auch hin, weil mir fehlen noch 3 Punkte. So, was haben wir denn hier? Buchkommode. Mal gucken, ob ich da nochmal Magie. Ah, ja, genau, richtig. Genau, 197 Punkte sind das. Und irgendwie fehlen die mir. Große Frage, wie komme ich hier rein? Ist unten eine Lücke per Fleischwanze reinkommen? Nein. Hehe. So, was bekloppt ist jetzt aber auch. Ach, hier war noch was, glaube ich, ne? Nee. Nee. Also in den Raum komme ich nicht. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ich in diesen Raum. Aua, in diesen Raum komme. Da wurde der. Moment. Das war das. Ja, okay. Mann. Bin heute wieder schwer von Kappes. So, da war nämlich hier noch irgendwie was. Altes Buch. Das habe ich nämlich nicht herausgefunden, was das wäre. Schaut mal, jetzt ist plötzlich der Schalter hier. Altes Buch. Nee. Das Ding ist auch nicht mehr auf. Hä? Bekloppt. Gut, dann wollen wir uns jetzt hier nicht so lange rumtreiben. In der letzten Folge habe ich auch schon auf einen Kommentar aufgerufen, wie ich da reinkomme. Sub, hier ist auch nichts. Ups. Schaut mal, die Tür hier ist auch noch zu. Da weiß ich aber. Die habe ich nämlich geöffnet gehabt. Okay. Ich muss sowieso irgendwann mal wieder hier in die Bibliothek rein, um halt eben die Truhe von Almansor zu öffnen. Und. Was macht er denn da für Übungen? Ach so. Ich dachte, er macht einen Kopfstand. Hey, was macht ihr denn hier für Knallköppe? Ja, okay. Belia-Anhänger. Oh, ich sollte mal gucken, ob das hier irgendwelche wichtigen. Nee, sind's nicht. Ja, wir haben es mitten in der Nacht, ne? Gucken wir mal, was im Loggy-Boggy steht. Das göttliche Artefakt Schatzsuche bei Ashtot, Proptek will würfen, Nemrosch und so weiter und so weiter. Jetzt ist es so.
dass ich wieder zurück will, weil ich jetzt gemerkt habe, Mensch, das ist ja mitten in der Nacht. Dann kannst du am besten jetzt mal eine Runde pennen. Okay. Oh, verdammt. Ja, ja. Moment. Oh, verdammt. Am besten eine Runde pennen oder gucken, ob die People... Verdammt, was ist los? Ja, ja. Wo war nochmal das 13-Bettenzimmer hier? Verdammt, was ist los? Ja, ist gut. Oh! Ah. Nee, nichts ist los. Das ist die falsche Seite. Ich will es aber von außen... Ach so. Hm. Will nicht erwischt werden. So. Jetzt kann ich endlich hier da abräumen. Endlich abräumen. Goblinbeere, Weidenbeere, Feuerwurzel, Heilwurzel, Blopflieder. So, dann noch zwei Laborwasserflaschen. Habe ich die schon gelesen? Ich glaube ja. Dann würden wir nämlich noch... Nee, habe ich schon gelesen gehabt. Okay, jetzt haben wir hier nochmal sehr viele. Ui, kann ich mal wieder hier mich ein bisschen upskillen. Aquamarin, Schädel. Liegt denn da? Verdammt, was ist los? Ich dachte schon. Na warte, du dreckiger Dieb. Wo denn? Wie denn? Was denn? Oh. Hat der Röntgenaugen oder was? Wo ist er denn? Ach du Schiete. Nee, das ist jetzt ein Trigger gewesen. Das ist blöd. Muss ich nochmal neu machen? Ja. Und zwar im Schleichmodus. Wir haben uns hier die leckeren Tränke auch nochmal einverleiben. Also als ich hier reingegangen bin, habt ihr ja gehört, so von wegen, verdammt, was ist los? Das heißt also, die haben mich gehört. Und wenn ich im Schleichmodus bin, können sie mich nicht hören. Also hier wird jetzt nichts mehr moniert, so von wegen, hier, verdammter Dieb, mach ein Buch des Wissens. Buch des Wissens, wo bist du? Das nehmen wir natürlich. Gibt wieder ein bisschen Erfahrung. Elias Runenzauber 4. 5, meine ich. Wow, oh, sehr viele Laborwasserflaschen. Gletscherquetzle. Oh. Gesammelte Erfahrungen, oh Gott. Das gesammelte Erfahrung, ein Buch und Buch des Wissens. Okay. Belias Runenzauber, oh, ha. Da sind ja sehr viele Geschichten hier. Okay. Werde ich jetzt mal speichern. Und bevor ich die Truhe knacke, gucke ich mir die Bücher an. Sonst vergesse ich es wieder. Hier, Schriften, schwarze Magie, da war nicht dabei. Ich gucke mal nach. So, Buch des Wissens, Nummer 1. Verstehe. Lernpunkte plus 5. Gesammelte Erfahrung, das haben wir jetzt auch gerade eben eingesammelt. Verstehe. So, okay, 250. Logbuch von Greg, okay, ich buche noch weiter. Okay, ich glaube, das war das hier, weil vorher stand da ein V für 5. Verstehe. Jawohl. Jetzt haben wir wieder magisches Wissen, das ist doch sehr gut. Nein. Ja, ich drücke immer springen. So, das war das an den Büchern. Kommen wir zur Truhe. Okay. Ah, 5 Kräse. Das ist aber lecker. 5 Kräse und 10 mal Wein. Naja. Okay, dann haben wir den Raum hier erstmal gesäubert. Gut. Ja, dann können wir im Grunde genommen auch wieder aufstehen und gehen. Und uns irgendwo... Verdammt, was ist los? Ja, ist gut. Verdammt, was ist los? Verdammt, nix los, nix ist los. So. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wo war denn das 13-Bettenzimmer? Das war unten. Verdammt. Den finde ich gut. Die Stimme finde ich gut. Wer ist das? Der ist so süß. Verdammt, was willst du? Ja, es muss doch hier sein. Genau, hier ist das 13. Verdammt, was ist los?
13 Bettenmenschen. Ah, verdammt, was ist los? So, da wird doch Amru sein. Ach, das ist doch Sandra? Tempelwächter? Was machen die alle hier? Was willst du? Ja, ich will doch nur eine Runde pennen, Leute. Moment mal, was hat denn Sandro? Kannst du mir den... Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal schlafen. Schirkosch, Schirku. Okay. Tja, wo ist denn jetzt unser wichtigster Heinz? Der ist nicht dabei. Doch. Nee, das ist Hacker. Aber wenn sie alle schon hier sind, kann man auf jeden Fall schon mal vorsichtshalber mal gucken, ob wir sie anquatschen können. Das ist immer so. Gehen wir mal ins Bett und werden bis zum nächsten Morgen schlafen. Schwupps, stehen sie immer noch da. Okay. Ja, Leute. Sehr schön. Jetzt ist es nämlich so. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich Amru anspreche, gespeichert haben. So, es wäre verdammt, sein Buch mit Magiewissen zu stehlen. Okay. Apropos, ich habe jetzt 200. Magiewissen abfragen. Altes Magiewissen, 200 Punkte. Ich bin jetzt ein Wissender. Okay, sind wir jetzt ein Wissender. Amru. Sagt immer noch nichts. Okay. Jetzt war doch was mit Almansor. Gehen wir da mal hin. Beziehungsweise hier rüber. Ja, oder so. Schwupps runter. Was liegt denn hier? Achso, ist eine ausgegangene Feuerstelle. Jetzt gehe ich mal noch mal zu diesen Hauptleuten hin. Ich hab da meine eigene. Darf ich euch was fragen, Meister? Ich will in den vierten Kreis der Magie lernen. Unterrichte mich in Spruchrollen. Auch hier werde ich mal abspeichern. Weil ja, jetzt habe ich ja genug altes Wissen. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Gut. Alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf dass dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Belia wird ihn auch weiterhin in seine Dunkelheit hüllen. Dann geht's gleich in den fünften Kreis hinein. Den fünften Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Lerne noch mehr von der alten Magie. Ich muss noch mehr von der alten Magie lernen. Fragen wir immer was. Darf ich euch was fragen, Meister? Was willst du wissen? Kane behauptet, dass es einen Streit unter den Magiern gibt. Das ist richtig. Es gibt hier zurzeit zwei Lehrmeinungen über den Willen Belias. Die einen sagen, dass Xardas nach dem Tod des untoten Drachen der Avatar Belias sei. Andere dagegen, darunter Meister Tartaron, meinen, dass es Xardas auf keinen Fall sein kann. Darum verfolgt Meister Tartaron einen anderen Weg, der Belia zur Herrschaft führen soll. Einen anderen Weg? Was will er tun? Er hat es schon getan. Mit Hilfe von vier Magiern hat er ihn beschworen. Ich war einer von den Vieren. Ihn? Wer ist ihn? Welche Magier halfen Tartaron bei der Beschwörung? Außer mir waren es noch Amru, der Meister des Tempels, Charon, der Bote Zubens aus Ishtar, der sich zurzeit bei Tartaron in Ugar aufhält, und Belazar, der Gebieter der Festung Amarna. Davon lasse ich lieber die Finger. Aha. Und wer wurde beschworen? Da du ein treuer Sohn Belias bist, werde ich es dir sagen. Falls Xardas ein Betrüger ist,
der die Kraft unseres Herrn Belias nur missbraucht, wird ein Rächer ihn vernichten. Ein Seelenstein, erfüllt von den Kräften 5 großer Magier und der Aura des Bösen, hat den Rächer bereits erweckt. Der Seelenstein enthält also einen Teil der magischen Kräfte von Tartaron, Amru, Charon, Belazar und euch, Meister Almansor. So ist es. Doch von wem stammt die Aura des Bösen? Vor mehr als 2000 Jahren gab es auf Korinnes einen mächtigen Avatar unseres Herrn Belias, einen gewaltigen Erzdämonen. Doch dieser wurde einst von einem starken Krieger des Gottes Innos besiegt. Dieser Krieger hatte einen eifersüchtigen Begleiter in seinem Gefolge. Der Paladin Rufus neidete dem Streiter des Gottes Innos seinen Erfolg. Schon lange war dieser Rufus ein heimlicher Anhänger unseres Gottes. Er nahm daher den Seelenstein des Erzdämonen an sich und verbarg diesen an einem geheimen Ort. Denn Belia offenbarte ihm, dass dieser Seelenstein noch einen Teil der gewaltigen magischen Macht besitze, die der dunkle Gott dem Erzdämonen übertragen hatte. Die Aura des Bösen? Ja, mit dieser wurde ein einst mächtiger Magier der schwarzen Künste wieder zum Leben erweckt. Ein Magier aus alter Zeit. Baal Hanschar führt mit einem riesigen Heer von Untoten die Welt für Belia unterwerfen und alle Anhänger des Gottes Innos vernichten. Wow, das wird eine lange Story, ne? Ein Heer aus Untoten? Meinst du vielleicht die Knochenkrieger? Ja, wie hast du von ihrer Existenz erfahren? Ah, ja, richtig. Haha. Tartaron hat mich zu Skelron geschickt. Ach so? Na, dann hast du ja einen von Baal Hanschars unüberwindlichen Kriegern gesehen. Bisher sind nur wenige aus ihren Gräbern gestiegen, aber täglich werden es mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wo ist die Gruft des untoten Magiers? So, und da, haha. Da wird's übelst. Ich werde mal abspeichern. Hier erfährt keiner was. Und erstmal ins Logbuch gucken. Und zwar haben wir ja sehr viele Sachen gesehen, wie die da hießen, der Tempel von Ashdod. So, ich habe es geschafft, betreten und in welche Geheimnisse Ambro scheint. Ich kenne nun die Schrift der Schwarzen Magier. Einmal so berichtet mir, dass die Schwarzen Magier zerstritten sind. Manche glauben, dass Xardas der erwählte Belias ist, andere dagegen darunter Tartaron und Almansor haben sich zu einem anderen Weg entschlossen. Sie haben ein mächtiges Wesen beschworen. An der Beschwörung haben 5 Schwarzmagier teilgenommen. Tartaron, Almansor, Amru, Charon und Belazar. Die Magier haben mit Hilfe des Seelensteins aus der Gruft der Paladine einen mächtigen Schwarzmagier aus alter Zeit beschworen. Dieser sollte mit einem Heer von Untoten die Welt erobern und Xardas töten, wenn dieser sich als Betrüger entpuppt. Ich muss erfahren, wo sich dieser gefährliche Untote befindet, bevor dieser seine Pläne in die Tat umsetzen kann. Achtung, das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Und dann gab es noch was. Und zwar Boten der Finsternis. Die Knochenkrieger gehören zu dem Heer des untoten Magiers. Damit ist ihre Herkunft geklärt. Doch wo ist die Gruft des Magiers? Ich sollte Almansor fragen. Vor dem stehe ich, ja? Das werde ich aber nicht machen, weil ich habe einen Tipp bekommen, wie ich eingangs erwähnte, von Blacky. Bevor ich das mache, ja, dann werde ich... Nicht mehr, was ich glauben soll. Wo soll ich denn jetzt hin? Muss ich mal überlegen und mal eben kontemplieren. Gucken, was die Händler haben. Ich brauche noch Tränke und sowas. Zeig mir deine Ware. Was haben wir denn hier? Extrakt der Heilung. Naja. Mehr hat er nicht. Dann werde ich zu Uga fetzen. Alfonso, was hast du denn noch alles? Ah ja, okay. Können wir alles aufkaufen hier. Ach, apropos aufkaufen. Was haben wir denn hier? Fischsuppe bringt nichts. Ich habe hier nämlich selber noch ein paar Getränke ja aufgelesen, die da wichtig sind noch zu trinken.
Und zwar hier. Trank der Geistesveränderung. Vor der Anwendung sollte man sich aber sich absichern. Kann den Verstand derbe beeinflussen oder den Anwender töten. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Mit so riskant. Auf zu Uga. Denn. Vorsichtshalber einrendern. Denn ich habe ja jetzt noch ein Bettchen. Ich kann jetzt endlich ein Bett kriegen. So, hier fehlt wieder die Mucke. Werde ich gleich machen. Aber in dem Eintrag von ein Bett in Uga. Ein Bett in Uga. Das ist für mich jetzt frei. Ein Bett in Uga. Zeig das mal eben. So. Wo ist es? Ein Bett in Uga. Tartarun gab mir die Erlaubnis, Bahals Herberge zu übernachten. Dann werde ich Bahal mal aufsuchen. Und Bahal steht ja da hinten an seinem Stand, ja, aber wir wissen ja, der ist sauer auf mich. Und ich habe sein Diebesgute, beziehungsweise das, was ich mir von ihm angeeignet habe, schon vorher alles weggemampft oder verkauft. Mal gucken. Ich habe von Rosco gehört, dass du dich an meinem Eigentum vergriffen hast. Ja, und jetzt? Das sollst du büßen. Na warte, du elender Dieb. Und jetzt? Wachen hierher. Wachen hierher, mhm. Ist jetzt die Quest gescheitert oder was? Muss ich mit denen kämpfen? Ach, ich kämpfe jetzt mal. Ich habe ja abgespeichert. Da ist aber ein schwerer People drin hier. Ja, das wird nix. Mist. Will sie auch nicht töten. Mhm. Such nie. Ja. Wie ich es auch probiere, es funktioniert leider nicht. Er holt immer die Wachen, dann kommen mindestens zwei hinterher und dann ist für mich Schicht im Schacht. Mal gucken. Torres kann mir Training geben bei 38 Lernpunkten. Was willst du denn mir antrainieren? Was genau willst du trainieren? Genau. Aha. Zwei Handwaffen. Oha. Gucken wir mal, wie es denn hier aussieht. Einhändermeister, also eigentlich nutzlos. So, wir brauchen ja noch den sechsten Magiekreis. Ich habe nachgelesen. Der Tartaron kann mir den sechsten Magiekreis beibringen. So, und da wir wissen, dass der Tartaron hier unten ist. Ach, erstmal hier die ganzen Magiekreise. Mir wichtig, dass ich den sechsten Magiekreis hier, das bist du hier, ne? Richtig. Tartaron, gib mir mal Würze. Ach so, ich habe die große Prüfung bestanden. Uiuiui. Ich habe die große Prüfung bestanden, Meister. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Nimm diese Robe der schwarzen Kunst von mir. Aha. Du bist nun berechtigt, sie zu tragen. Gehe zu Almansor. Er wird dir den Zutritt zum Tempel erlauben. Aha, nochmal? Verstehe ich jetzt nicht. Gibt's noch was? Es ist also hier kein sechster Kreis. Ab. Charon, warst du dabei? Bei den Vieren? Okay, er kann mir nur was beibringen. Almansor schon wieder. Mhm. Naja, speichern wir mal. Okay, nicht Uga, Ashtot. So. So, jetzt habe ich so eine ulkige Robe gekriegt. Dann werde ich mal kurz mal abseits gehen und die Robe mal anprobieren, beziehungsweise gucken, was die denn für lustige... Ach ja, also groß ist die nicht. Xardas, verstärkte. Bozen, alte Adeptenrobe. Hä? Ist sie übersehen oder was? Die ist hier gar nicht bei. Alte Adeptenrobe verstärkt, ja, aber... Hä?
Xatas alte Feuerrobe habe ich ja schon gehabt. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Oder ich habe wieder irgendwas übersehen. Al-Mansur. Bum, 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 bum. Hey du! Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Shit. Unterrichte mich, Spruchrollen erschaffen. Mal gucken. Unterrichte mich. Golem erwecken, Skelett erschaffen, Wolf rufen, Goblin-Skelett erschaffen. Aha. Aber ich möchte den sechsten Kreis lernen. Nicht, das hast du nicht gewusst. Ich will den fünften Kreis. Den habe ich doch schon. Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch... Ach so. Ah, wieder was durcheinander gebracht, Leute. Erst wenn ich den fünften habe, kann ich noch den sechsten. So was bekloppt es jetzt aber auch. Mein Denkfehler, sorry. Meine Herren. Was ist denn wieder los mit mir heute? Ja. Da fällt mir aber gerade eben ein, ich war noch gar nicht in dem Bereich. Das finde ich, sollte ich mal machen, nachdem ich hier die Möglichkeit hoffentlich finde, einfach hier durch den Zaun zu springen. Es gibt nämlich noch hier diese komischen... Habe ich gar nicht untersucht hier dieses Gebilde hier oder wer hier alles so ist oder sein könnte. Oh! Ah! Ja, ich sag ja. Wüstenrazor. Oh Mann, da war noch ein Wüstenrazor übrig. Okay. Nicht zu plündern. Nicht nochmal draufklicken, genau. Guck mal, hier liegen unheimlich viele Sachen. Also irgendwie ist ein Jägerlager. Das kann nur ein Jägerlager sein. Mal gucken, wen haben wir hier? Hier ist keiner. Schafswurst. Ja, auf jeden Fall gibt es ein bisschen was zu holen hier. Das ist gut. Dann wieder ein Musikinstrument. Ich liebe Musikinstrumente. Pilztabak. Schön. So, das Fell ist nicht ausgepreist, hätte ich beinahe gesagt. So, gucken wir mal hier. Aha, hier ist nämlich noch so eine Höhle drin, liebe Freunde. Ne? Gucken. Ne, das ist nur ein Schlichtspalt. Weil hier war ich nämlich noch gar nicht in dem Bereich. Dietrich. Schädel. Oh. Oh. Schwefelklumpen. Einfach mal hacken. Nichts mehr zu holen. Sub, mir singen bigger. So, wo geht's denn hier hin? Ach, so ist das. Schwefel. Spitzhacke, also. Irgendein Buddler hat hier gehaust oder ist hier gewesen. Jetzt geht's hier zu dieser Höhle. Doch, war ich hier schon mal? Kommt mir bekannt vor hier mit dem... Kann nicht sein. Weil es hier nämlich auch so eine Wand gibt. Gucken wir mal, was es hier gibt. Hier ist nur die Belia-Statue. Okay. Da hinten ist was. Also war ich hier... Noch nicht. Golemi. Golemi und Golemo. Kommst du durch? Nee, er bleibt erstmal. Hoffentlich nein. Mist. Okay, dann versuche ich es doch mal so. Wüstenstein-Golem. Okay, immer wenn er die rechte Hand heben will, dann heißt es, bitte hau mal zu. Aber nicht mich. Okay, den haben wir. Den haben wir, den Wüstenstein-Golem. Dann haben wir hier hinten noch einen Dämon. Okay, da es letztes Mal so ein bisschen kurzfristig war. Da ist er. Skelettmagier. Ja, der sitzt einfach nur so, oder der schwebt einfach nur so blöd rum. Da ist nicht zu holen. Speichern. Ja, da die letzte Folge aufgrund meiner Fehlkalkulation noch ein bisschen kurz ausgefallen ist, also 5 Minuten kürzer als geplant, gucke ich mich hier nochmal um.
gibt es nichts mehr zu holen. Und jetzt haben wir hier die 30 Minuten voll brutto. Also viel schneiden brauche ich nicht, nur halt eben, wenn ich abgespeichert habe und die ruckligen Szenenübergänge zu rucklig sind, dann in die Fässer gibt es da noch was? Nee. Dann muss ich halt eben ein bisschen was zurecht smoothen, also die Szenenübergänge. Aber die verbrauchen ja nicht so viel Zeit. 30 Frames pro Szenenübergang. Ja, Jetzt kommt es nämlich darauf an, dass ich nochmal zu den anderen Inseln muss, weil ich habe ja noch so viele andere Geschichten hier. Verlorene Sohn, den haben wir ja gefunden und so weiter und so weiter. Das heißt, wir werden Barandküste von Patara. Moment, ist das denn richtig? Ja, es ist richtig. Wegen der Klamotte. So, aber den will ich nicht mit dieser Klamotte unter die Nase treten. Jetzt will ich wissen, was ist eigentlich hier drüben. Ich werde mal hier rüber schwimmen im Schnellmodus. Denn in der Ferne von dem Strand da hinten habe ich gesehen, dass er hier dass hier ein Wrackstück ist. So. Bitte schön schnell senkrecht runtertauchen. Und dann gucken wir mal. Hier, das sind so schattige Geschichten. So, was haben wir denn hier alles so? Oh, hier ist irgendwas. Aquamarin. Oh, Aquamarin aufgehoben. Oh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Dann habe ich hier noch was gesehen. Nasse Tierhaut. Oh, auch aufgehoben. Das finde ich gut. Also als wir noch auf Perle aufgehoben. Ah, hier gibt es Zeug. Klappmuscheln. Aber hier hat er nicht gesagt aufgehoben. Hallo. Lederbeutel mit 5 Goldbrocken aufgehoben. Klappmuschel. Jetzt hebt er die nicht auf, oder was? Moment. Aha. Nee, doch, jetzt hat er, aber muss man öfter oder dichter drüber gehen. Ich glaube, ich schnappe mal ein bisschen Luft. So, hoffentlich habe ich jetzt genug Luft geschnappt. Jawohl, okay. Da oben, da unten, von da oben habe ich hier unten noch was liegen sehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden wir auch was auf dem Wrack finden. Ah ja, jetzt bin ich schon so weit, dass ich über das Wrack... Oh, Lederbeutel. Und hier ist noch was. Ich mache hier wieder... Aha. Meine Jacosto. Hier ist auch noch was. Nee, das ist Textur. Ja, das könnte was sein. Nein, das ist auch Textur. Gut, dass wir jetzt so tauchen können wie nur was. Moment. Wo waren jetzt die Goldbrocken? Ah, hier. Da aufgehoben. Tja, Taucherbrillen gab es damals noch nicht. So, liebe Leute. Moment mal, da unten war doch noch was. Nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu riskant. Okay, dann endet mein Tauchgang jetzt hier. Und bedanke mich fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge werden wir nochmal hier die kleinen Inseln, die hier so noch so rum sind, werde ich auch nochmal besuchen. Bevor ich dann wieder auf große Überfahrt gehe. Also, habt Kommentare, gebt mir einen Daumen. Ciao, euer David.